Fragst du dich auch manchmal, warum bei dir im Team oder im Unternehmen nichts vorangeht? Oder wüsstest du gerne, was ein WIP-Limit ist? Dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Denn wenn du für ein paar kurze Minuten deine volle Aufmerksamkeit auf das Video richtest, erkläre ich dir, was ein WIP-Limit überhaupt ist. Außerdem erkläre ich dir, was das WIP-Limit damit zu tun hat, ob in deinem Team Dinge vorangehen oder nicht. Also leg doch alle möglichen Ablenkungen beiseite, damit du persönlich am meisten davon hast. WIP-Limit steht für Work in Progress Limit und zielt darauf ab, die Anzahl der Aufgaben oder Arbeitspakete, die gleichzeitig bearbeitet werden, zu begrenzen. Dadurch werden Multitasking und häufige Kontextwechsel vermieden. Das WIP-Limit kommt ursprünglich aus der Kanban-Methodik, kann aber auch in anderen Arbeitsweisen wie zum Beispiel Scrum verwendet werden. Um die Funktionsweise und den Effekt von WIP-Limits genauer zu verstehen, schauen wir uns folgendes fiktives Beispiel an. Stell dir eine asphaltierte, 100 Kilometer lange Straße vor, mit zwei Fahrspuren in dieselbe Richtung. Die Länge und die Anzahl der Fahrspuren bestimmt damit die maximale Kapazität der Straße. Das bedeutet, bei 5 Meter langen Autos würden 40.000 Autos auf der Straße Platz haben, wenn sie dicht an dicht stehen. Nehmen wir zudem an, die Geschwindigkeitsbegrenzung beträgt 50 km/h. Bei Einhalten der Geschwindigkeitsbegrenzung wird jedes Auto 2 Stunden brauchen, um das Ende der Straße zu erreichen. Das ist dann die Zykluszeit. Gemeinsam mit der Kapazität bestimmt die Geschwindigkeitsbegrenzung den maximalen Durchsatz, also wie viele Autos pro Stunde das Ende der Straße erreichen. Bei voller Auslastung von Kapazität und Geschwindigkeitsbegrenzung könnten wir also theoretisch auf einen Durchsatz von 20.000 Autos pro Stunde kommen. Bestimmt standest du aber auch schon mal im Stau und deine tatsächliche Geschwindigkeit bei einer voll ausgelasteten Straße lag wahrscheinlich eher bei 0 km/h als bei 50 km/h. Nehmen wir nun bei Stau an, dass die Autos sich auf der komplett vollen Straße mit 5 km/h bewegen. Dann hat jedes Auto eine Zykluszeit von 20 Stunden und wir haben einen tatsächlichen Durchsatz von nur 2000 Autos, die pro Stunde das Ende der Straße erreichen. Schlussendlich fährst du doch meistens von einem Ort zum anderen, um den neuen Ort zu erreichen. Die Frage ist also, wie können wir die Zykluszeit, also die Zeit, die du auf der Straße bist, minimieren? Und dafür gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit besteht darin, die Kapazität der Straße zu erhöhen. Dazu wären zum Beispiel weitere Fahrspuren notwendig oder man könnte den Straßenbelag ausbessern, sodass die Geschwindigkeitsbegrenzung angehoben werden könnte. Dieses Vorhaben ist langfristig auf jeden Fall hilfreich und bestimmt wertvoll. Kurzfristig sind aber Bauarbeiten notwendig, die Kosten verursachen und die vor allem die Kapazität erstmal reduzieren und womöglich zu noch mehr Stau führen. Die andere Möglichkeit ist daher, die Anzahl der Autos, die sich auf der Straße befinden, zu begrenzen, zum Beispiel durch eine Ampel am Anfang. Dadurch könnte sichergestellt werden, dass die Straße nur zu 10% ausgelastet ist. Dafür könnten alle Autos aber tatsächlich 50 km/h fahren. Dadurch hätten wir denselben Durchsatz von 2000 Autos pro Stunde. Du erreichst dein Ziel aber nach 2 anstatt 20 Stunden und hast damit deine Reisezeit auf ein Zehntel reduziert. Und genau das ist das WIP-Limit. Also die maximale Anzahl an Autos auf der Straße, sodass alle noch die Höchstgeschwindigkeit fahren können. Auf deinen Arbeitskontext bezogen ist das WIP-Limit also die maximale Anzahl an Arbeitsaufträgen, an denen ihr gleichzeitig arbeiten könnt. Und dies ohne, dass sie sich gegenseitig ausbremsen und blockieren. Dadurch werden dann Multitasking und häufige Kontextwechsel vermieden, ihr könnt schneller neue Sachen lernen und ausprobieren. Außerdem schafft ihr es so, dass Arbeitspakete deutlich schneller fertig werden und damit zu potenziellen Kunden früher ausgeliefert werden können. Daher ist es meistens sinnvoll, am Anfang ein WIP-Limit einzuführen, somit die Anzahl der Arbeit zu begrenzen, die gleichzeitig gemacht wird. Solltest du auf Dauer merken, dass deine Kapazität bei dir im Unternehmen nicht reicht, musst du doch versuchen, die Kapazität zu erhöhen. Das könnte dann heißen, dass ihr neue Teams aufbaut oder neue Tools und Arbeitsprozesse einführt. Du hast Ideen, Anregungen, Feedback oder Themenwünsche? Dann schreib es in die Kommentare. Hat dir das Video gefallen? Dann lass mir doch einen Like da und abonniere meinen Kanal.